Seit mehr als 5 Jahrzehnten widmet sich der Maybach Motorenbau der Entwicklung und dem Bau rasch laufender Hochleistungsmotoren. Jeder neu geschaffene Motortyp stellte für seine Zeit eine Spitzenleistung dar. Bitte begleiten Sie uns auf einem Gang durch die Geschichte des Werkes und lassen Sie sich einführen in die Tradition des Hauses Maybach. 1900, Zeit der sorglosen, gesicherten Bürgerlichkeit, des fröhlichen und beschwingten Dahinlebens. Zeit der ersten Benzinkutschen. Anfangszeit des rasch laufenden Verbrennungsmotors. Um jene Zeit schuf Wilhelm Maybach als technischer Direktor der Daimler Motorengesellschaft das erste wirkliche Automobil, den Mercedes-Wagen. Er schuf noch mehr. Und die Automobil- und Flugtechnische Gesellschaft hat die hauptsächlichsten Schöpfungen dieses genialen Konstrukteurs bei seinem 70. Geburtstag entsprechend gewürdigt. Wilhelm Maybach hat, so schrieb diese technisch-wissenschaftliche Vereinigung, die Riesenindustrie der Automobil- und Flugmotoren großgezogen. Er hat das Glührohr, den Oberflächenvergaser, die Zellenkühlung und Kulissenschaltung, die Grundlagen der systematischen Ölung der Motoren erfunden und hat zuerst gezeigt, wie man im Leichtmotoren- und Automobilbau die Bauelemente formen soll. Und ebenfalls um die Jahrhundertwende arbeiteten geniale Menschen an der Erfüllung eines alten Menschheitstraumes, fliegen zu können. In gesteuerter Fahrt, wie Schiffe auf dem Meere, auch den Äther durchkreuzen zu können. Graf Zeppelin erfüllte diesen Traum. 15 Jahre hatte der alte Reitergeneral um die Idee seines Starr-Luftschiffes gekämpft und empfindliche Demütigungen auf sich genommen. Dann flogen seine ersten Schiffe. Dass sie nicht lange flogen, dass es zum unglücklich glücklichen Tag von Echterdingen kam, all das hing ganz eng mit der Motorenfrage zusammen. 16 PS nur, bei einem Gewicht von 26 Kilogramm pro PS, leisteten die Motoren im ersten Luftschiff. Und für ihre Betriebssicherheit vermochte niemand zu garantieren. Wohl waren die späteren Motoren stärker und leichter, aber mehr oder weniger waren es eben Fahrzeugmotoren. Da erhielt Graf Zeppelin im August 1908, also wenige Wochen nach dem Unglück von Echterdingen, von Wilhelm Maybach, der inzwischen aus der Daimler-Gesellschaft ausgeschieden war, einen Brief, wonach sein Sohn Karl mit seiner Unterstützung einen 6-Zylinder-Motor von etwa 150 PS Leistung gebaut habe, der die Grundlage für einen ausgesprochenen Luftschiffmotor abgeben könne. Es kam zu Besprechungen und im März 1909 zur Gründung der Luftfahrzeugmotor GmbH des heutigen Maybach-Motorenbau. Noch im Herbst desselben Jahres standen die ersten Motoren zur Verfügung. Sie waren bei einem Leistungsgewicht von nur etwa 3 Kilogramm pro PS für die damalige Zeit eine Sensation. Nun flogen die Schiffe des Grafen und die Kunde vom endlichen Sieg des Erfinders drang in alle Welt. 250 Fahrten machte die Schwaben in den Jahren 1911 und 12. Über 1000 die späteren Schwesterschiffe Victoria Luise und Sachsen. Und alle diese Fahrten verliefen ohne Unfall. Und von da ab war mit dem Namen Zeppelin auch der Name Maybach in aller Munde. Vom In- und Ausland bekam das neue Motorenwerk Aufträge und Ende 1913 bestanden bereits beachtliche und für die damalige Zeit modern eingerichtete Fabrikationswerkstätten. Dann kam der Erste Weltkrieg. 2 Jahre noch behielten die Zeppelin-Luftschiffe ihre Bedeutung als Militärfahrzeuge. Dann wurden sie vom aufkommenden Flugzeug verdrängt. Und Maybach baute Flugzeugmotoren, lieferte den ersten überverdichteten, überbemessenen und damals stärksten Höhenflugmotor, der seine Bodenleistung von 260 PS auch noch in 2000 Meter Höhe voll abgab. Auf einem auf dem Wendelstein mitten im bayerischen Hochgebirge errichteten Prüfstand wurde der deutschen Heeresverwaltung diese Leistung in längeren Läufen nachgewiesen. Ab 1917 wurde dieser Motor in großen Serien hergestellt und galt als Standardtyp für die verschiedensten Flugzeugfabrikate. Auch die ersten Großflugzeuge des Gotha-Typs und die späteren sogenannten Riesenflugzeuge wurden mit diesem Motortyp ausgerüstet. Dann kam der 9. November 1918. Kam die Revolution, kam der wirtschaftliche Zusammenbruch Deutschlands. Wie sollte der Maybach-Motorenbau, der sich inzwischen zu einem Werk von ansehnlicher Größe entwickelt hatte, die verbliebene Belegschaft weiter beschäftigen, nachdem die Fabrikation von Flugmotoren naturgemäß nicht mehr fortgesetzt werden konnte? Nun, es fanden sich Wege, die toten Maschinen wieder in Gang zu bringen, fand sich vor allem ein Gebiet,
auf dem praktisch noch alle Entwicklungsarbeit zu leisten war. Die Motorisierung des Schienenverkehrs. Beinahe ein Jahrhundert hatte ausschließlich die Dampflokomotive den Eisenbahnverkehr auf der Erde beherrscht. Fast schien es, als resigniere hier die Technik, die doch sonst auf vielen Gebieten den Dampf verdrängt hatte. Doch war dem nicht so. Vielmehr waren schon Versuche, den Verbrennungsmotor auch auf der Schiene einzuführen, da und dort unternommen worden. Aber diese Versuche, meist auf den vom Lastkraftwagen her bekannten Antriebselementen basierend, zeitigten keinen Erfolg. Und hier ist es das Verdienst des Maybach-Motorenbau, zusammen mit der Eisenbahnverkehrs AG Wismar einen Eisenbahntriebwagen gebaut zu haben, der erstmals, auch in Bezug auf die Zubehöreinrichtungen, eine arteigene, das heißt auf den Schienenverkehr zugeschnittene Antriebsanlage aufwies. Diese Antriebsanlage bestand im Wesentlichen aus einem leistungsstarken, rasch laufenden Dieselmotor und einem mechanischen Viergang-Spezialgetriebe, die beide so kleine Abmessungen hatten, dass sie in einem zweiachsigen Drehgestell untergebracht werden konnten. Den rasch laufenden Dieselmotor hatte Maybach in den Jahren 1919 bis 1923 entwickelt. Es war ein Sechszylinder-Kompressormotor von 150 PS bei 1300 Umdrehungen pro Minute und der erste rasch laufende Dieselmotor solch hoher Leistung überhaupt. Auch das Getriebe war eine Neukonstruktion. Auf der Eisenbahnausstellung in Berlin-Zeddin im Jahre 1924 wurde dieser Triebwagen einer internationalen Fachwelt vorgeführt. Das Fahrzeug erregte Aufsehen und eröffnete dem Dieseltriebwagen seine zukünftige Stellung im Schienenverkehr. Die Deutsche Reichsbahn übernahm nach Beendigung der Ausstellung diesen ersten Triebwagen und bestellte in rascher Folge noch weitere Fahrzeuge derselben Art. Neben der Entwicklung von Antriebsanlagen für Eisenbahntriebwagen arbeitete Maybach ab 1919 auch an der Durchbildung erstklassiger Benzinfahrzeugmotoren. Für so hochwertige Motoren war der Abnehmerkreis indes beschränkt. Nicht zuletzt deshalb, weil alle großen Automobilfabriken darauf beharrten, ihre Motoren selbst herzustellen. So kam man zwangsweise zum Bau eigener Personenwagen und hier setzte dann eine Entwicklung ein, die den Namen Maybach in wenigen Jahren in der Welt mehr bekannt machte, als alle Pioniertaten zuvor. Wenn die Firma in der Anfangszeit sich mit ihren Automobilen auch gelegentlich an Zuverlässigkeitswettbewerben beteiligte, wie zum Beispiel an der berühmten 30.000 Kilometer Weltrekord-Dauerfahrt und an der 24 Stunden Non-Stop-Fahrt im Taunus, wobei sie immer die Sieger stellte, so war sie doch jeglichem Rennbetrieb abhold. Maybach-Wagen sollten sich im täglichen Gebrauch bewähren, sollten bequem und betriebssicher sein, und nur hier war es der Ehrgeiz der Firma, immer an der Spitze zu sein. Durch ihre hohe Zuverlässigkeit eroberten sich die in die Maybach-Wagen eingebauten Motoren nach und nach auch ihren Anteil am allgemeinen Markt. Besonders zahlreich wurden sie in Omnibusse der damals neu entstehenden Verkehrsgesellschaften und in Spezialfahrzeuge der verschiedensten kommunalen Behörden, einschließlich der Feuerwehr, eingebaut. Aber auch im Schiffbau fanden sie, gleich wie der 150 PS Triebwagen Dieselmotor, Eingang. In jene Zeit der ersten Dieseltriebwagen und Maybach-Automobile fiel auch noch die Erfindung des Schnellganges, einer Einrichtung, die im Automobilbau inzwischen Allgemeingut geworden ist. Ihr wesentlichster Bauteil, die Maybach-Abweisklaue, befruchtet heute noch eine Reihe von Maybach-Getriebekonstruktionen, ja, macht sie überhaupt erst möglich. Eine weitere Aufgabe erwuchs dem Maybach-Motorenbau in jenen Jahren durch die Entwicklung eines neuen Luftschiffmotors größerer Leistung. Der glanzvollste Zeitabschnitt der Zeppelin-Luftschiffe begann, jener Abschnitt, da die Schiffe Kontinente und Ozeane überquerten. Der Maybach-Motorenbau kann mit Stolz sein auf die Leistungen, die das Luftschiff Graf Zeppelin, zumeist unter Führung von Dr. Eckner, vollbracht hat. Die verschiedenen Fahrten nach Nordamerika, die Weltfahrt, den Flug in die Arktis, den fahrplanmäßigen Verkehr nach Südamerika und so weiter. 1.695.000 Kilometer hat das schöne, in seinem majestätischen Flug immer wieder begeisternde Schiff mit seinen 5 Zwölfzylindermotoren von je 550 PS insgesamt auf seinen Fahrten zurückgelegt. Und nahezu 18.000 Stunden war es dabei in der Luft. Die ausgezeichneten Laufleistungen, die Maybach-Motoren hier und anderswo immer wieder erreichten, waren nicht zuletzt das Ergebnis einer ausgedehnten Forschungs- und Entwicklungsarbeit,
aus der auch zahlreiche Patente resultierten. Eine der bedeutendsten Erfindungen der damaligen Zeit war das auch heute noch angewandte Dehnlinienverfahren, auch Lackreißverfahren genannt. Bei diesem Verfahren wird auf das Prüfstück ein Speziallack aufgetragen, in dessen Schicht sich bei Belastung Risse bilden, aus deren Verlauf und Häufung die Spannungsverteilung des betreffenden Konstruktionsteiles auch bei komplizierter Formgebung erkannt werden kann. Durch die Anwendung dieses Verfahrens wurden entscheidende Erkenntnisse gewonnen und manche bis dahin gelehrte Festigkeitsprinzipien als abwegig erkannt. Doch nun wieder zurück zur Dieselzugförderung, zum Eisenbahntriebwagen. Der erfolgreiche Betrieb, den die Deutsche Reichsbahn mit ihren Nebenbahntriebwagen in den Jahren 1925 bis 30 machte, war auch im Ausland nicht unbeachtet geblieben. Verschiedene europäische Eisenbahngesellschaften hatten sich Dieseltriebwagen mit Maybach-Maschinenanlagen beschafft. Für die Deutsche Reichsbahn war die Zeit gekommen, den Dieselmotor auf den Weg zu den Hauptstrecken freizugeben. Da für solche Hauptbahntriebwagen größere Maschinenleistungen erforderlich waren, beauftragte sie den Maybach-Motorenbau mit der Entwicklung eines rasch laufenden 400 PS-Motors. Es entstand der 12-Zylinder-GO-Motor in V-Form, jener Motortyp, der einen neuen Zeitabschnitt in der Dieselzugförderung einleitete. Ein besonderes Problem bildete bei diesen leistungsstarken Motoren damals die Lagerung des Triebwerks. Weißmetalllager kamen nicht in Frage und das Bleibronzelager stand noch am Anfang seiner Entwicklung. So entschloss man sich, die Kurbelwelle im Gehäuse und die Pleuel auf den Hubzapfen mit Rollenlagern zu versehen, deren Ausführung, Materialzusammensetzung und Wärmebehandlung Gegenstand einer sehr langwierigen, firmeneigenen Entwicklung bildeten. 1932 wurden die ersten mit dem 400 PS Maybach-Motor ausgerüsteten Hauptbahntriebwagen in Dienst gestellt. Sie bewährten sich und veranlassten die Deutsche Reichsbahn in rascher Folge, über 100 solcher Triebwagen in Auftrag zu geben. Auch in seiner äußeren Form hatte sich der Triebwagen wohltuend verändert. Maybach hatte frühzeitig die Zusammenhänge zwischen Luftwiderstand und Fahrgeschwindigkeit erkannt und der Reichsbahn laufend Vorschläge zur Verbesserung der Wagenformen unterbreitet. Sein uns bis zum heutigen Tage vertrautes Gesicht erhielt der Triebwagen aber erst, als durch Versuche im Windkanal des Luftschiffbau Zeppelin die günstigste Luftwiderstandsform für sehr schnell fahrende Züge ermittelt worden war. Der erste mit der neuen Kopfform gebaute Triebwagen war der weltbekannte Fliegende Hamburger. Dieser zweiteilige, mit zwei 410 PS Maybach-Motoren ausgerüstete Triebwagenzug brach 1933 mit einer Höchstgeschwindigkeit von 150 km pro Stunde alle damals bestehenden Rekorde fahrplanmäßiger Eisenbahnzüge und wurde zum Vorläufer aller schnellen Stromlinienzüge diesseits und jenseits des Atlantik. Wenige Jahre später waren in Deutschland und im europäischen Ausland zahlreiche Dieselzüge im schnellen Reiseverkehr eingesetzt. Und die meisten von ihnen waren mit dem 400 PS Maybach GO-Motor oder seiner inzwischen mittels Turboaufladung auf 600 PS gebrachten Ausführung ausgerüstet. Insbesondere die Länder Holland, Belgien und Frankreich, aber auch Spanien und Norwegen haben durch den Einsatz derartiger schneller Reisezüge einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Dieselzugförderung in Europa geleistet. Zu jener Zeit gewann auch die Frage der Kraftübertragung bei Schienenfahrzeugen immer größere Bedeutung. Nachdem die rein mechanische Übertragung für große Leistungen praktisch ausschied und die elektrische Übertragung ohne besonderen Aufwand nicht universell für jede Art von Zugdienst verwendbar war, trat allmählich die hydraulische Kraftübertragung mehr und mehr in den Vordergrund. An ihrer Entwicklung hat Maybach ebenfalls mitgewirkt und später in seinem Mechydro-getrieben hydraulische Kraftübertragungen auf den Markt gebracht, die im Verein mit den Maybach-Achstrieben einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der Übertragungsfrage bei Eisenbahnfahrzeugen darstellten. Parallel mit der Weiterentwicklung der Dieselmotoren, die weiterhin auch im Schiffbau verwendet wurden, erfuhren die Personenwagen weitere Verbesserungen und erreichten schließlich einen technischen Stand mit einem Fahrkomfort, die sie zur Weltklasse stempelten. Ab 1936 wurde auch die Benzinmotorenfabrikation wesentlich erweitert. Um jene Zeit hatte Deutschland seine Wiederaufrüstung und im Zusammenhang damit eine großzügige Motorisierung seines Heeres beschlossen. Im Rahmen dieser Motorisierung waren zunächst für geländegängige Fahrzeuge, also für Panzer und Zugkraftwagen, die verschiedensten Motorenfabrikate verwendet worden.
Sehr bald stellte sich aber eine eindeutige Überlegenheit der Maybach-Motoren heraus, sodass schließlich die zuständigen Wehrmachtsdienststellen den Entschluss fassten, in Panzer- und Zugkraftwagen nur noch Maybach-Motoren einzubauen. Ein ungewöhnlicher Vertrauensbeweis für eine einzelne Firma. Die Aufgabenstellung für die neuen Motorenbaureihen war eindeutig. Möglichst große Leistung auf möglichst kleinem Raum. So entstanden die Neukonstruktionen der sogenannten Hochleistungsbauarten in Sechszylinderreihen und Zwölfzylinder-V-Form, deren wesentlichstes Merkmal damals schon teilweise die Scheibenkurbelwelle war. Die Leistungen dieser Motoren schwankten je nach Art und Größe der Fahrzeuge zwischen 100 und 700 PS. Auf dem Getriebesektor hatten diese speziellen Aufgaben zum Bau des öldruckgesteuerten, sogenannten Olva-Getriebes geführt. Mit seiner selbsttätig arbeitenden Vorwählschaltung und seinen aufgrund der Maybach-Abweisklaue mit nur 4 Radpaaren darstellbaren 8 Gängen vermochte dieses Getriebe den harten Anforderungen, die an solche geländegängigen Fahrzeuge gestellt werden müssen, am besten gerecht zu werden. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Sprunghaft stiegen die Produktionszahlen an. Insgesamt 140.000 Motoren mit einer Gesamtleistung von nahezu 40 Millionen PS lieferten Maybach und seine Lizenznehmer, zu denen nahezu alle namhaften deutschen Automobilfabriken gehörten, in den Jahren 1939 bis 1945. Sämtliche deutschen Panzer- und Zugkraftwagen waren mit Maybach-Motoren ausgerüstet. Jeden Monat verließen 1000 Stück 700 PS-Motoren allein das Werk in Friedrichshafen. In immer größeren Stückzahlen waren auch die vorerwähnten Vielganggetriebe gebaut worden. Ihre Gesamtlieferung betrug rund 30.000 Stück während der Kriegsjahre. Und das war das Ende. Vier Jahre lang war das Schicksal des durch Luftangriffe zu 70% zerstörten und dazu noch weitgehend demontierten Werkes ungewiss. Die Motorenfertigung ruhte und die bis auf wenige hundert Mann zusammengeschrumpfte Belegschaft wurde vorwiegend mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Dank rechtzeitig getroffener Maßnahmen konnte jedoch eine gewisse Entwicklung, unter anderem auch durch eine im Ausland tätige Gruppe, unter Verwertung der vielseitigen Erfahrungen aus dem Kriege weiter betrieben und die vom Kontrollrat zunächst beschlossene Totaldemontage des Werkes verhindert werden. Und eines Tages begannen sich dann die Hände wieder zu regen und aus Trümmern und Zerstörung wuchs ein neuer Anfang. Dieser Anfang rückte naturgemäß wieder den Dieselmotor, die Dieselzugförderung, in den Vordergrund. Aber welch andere Situation bot sich inzwischen auf diesem Gebiet? Während in Europa Krieg herrschte, war in anderen Ländern die Entwicklung weitergegangen. In Amerika zum Beispiel wurden kaum noch Dampflokomotiven gebaut. Die Diesellokomotive hatte ihren Siegeszug begonnen. Wollten die europäischen Erzeuger an dieser Entwicklung teilnehmen, mussten sie der schweren dieselelektrischen Lokomotive amerikanischer Baurichtung eine leichte, leistungsstarke Mehrzwecklokomotive entgegensetzen, deren Motoren aber den langsam laufenden amerikanischen Maschinen in Bezug auf Laufleistungen mindestens ebenbürtig waren, ja, sie möglichst übertreffen sollten. Damit entstand für Maybach als Vertreter der europäischen Baurichtung die Aufgabe, Motoren zu schaffen, die auch als Schnellläufer bei geringem Raumbedarf und bescheidenem Gewicht derartige Bedingungen zu erfüllen vermochten. Mit solchen Motoren musste es dann aber auch möglich sein, nicht nur den Wettbewerb auf dem Dieselzuggebiet erfolgreich zu bestehen, sondern ihnen auch noch weitere Anwendungsgebiete zu erschließen. Die Größe dieser Aufgabe wird einem erst ganz klar, wenn man sich vergegenwärtigt, dass mit den rollengelagerten Triebwagenmotoren der 30er Jahre bestenfalls Laufleistungen von 150.000 Kilometer oder rund 2.500 Betriebsstunden bis zu einer Hauptüberholung erreicht worden waren. Dass man mit den neuen Motoren aber ein Vielfaches dieser Laufleistungen erreichen musste. Gab es unter diesen Umständen überhaupt eine Chance, das gesteckte Ziel zu erreichen? Ja, es gab eine. Und den Weg hierzu bot die im Kriege an 50.000 Hochleistungs-Benzinmotoren erprobte Scheibenkurbelwelle. Bot die sogenannte Tunnelbauweise, die das kennzeichnende Merkmal aller heutigen Maybach-Dieselmotoren ist. Es ist ein technisches Gesetz, dass für einen Mehrzylindermotor in Bezug auf erreichbare Laufleistungen umso bessere Verhältnisse entstehen,
je geringer der Abstand von Zylinder zu Zylinder ist. Und dieser Forderung kommt die Scheibenkurbelwelle in optimaler Weise entgegen. Sie ist ein Gebilde, bei dem jeweils zwei Kurbelarme einer normalen, gekröpften Welle zu einer massiven Scheibe vereinigt sind. Der Kranz dieser Scheiben dient als Innenlaufbahn für die Gehäuserollenlager, die dadurch beachtliche Dimensionen bekommen. Die Außenlaufringe der Gehäuselager sitzen in den Querwänden eines ungeteilten Gehäuses und bilden, je nach Zylinderzahl, einen kürzeren oder längeren Tunnel. Daher die Bezeichnung Tunnelmotor. Die Kurbelwelle mit den vorher aufmontierten Rollenlagern wird von der Stirnseite des Motors her eingefahren. Ein weiterer Vorteil der Tunnelbauweise ist, dass nahezu die gesamte Motorlänge für die Lagerung der Welle im Gehäuse und der Pleuelstangen auf den Kurbelzapfen herangezogen werden kann. Dass eine Scheibenkurbelwelle gegenüber einer gekröpften Welle auch schwingungstechnisch bessere Eigenschaften hat, lässt ein bloßer Vergleich erkennen. Zufolge der ganzen konstruktiven Gegebenheiten ist es weiter möglich, in den Gleitlagern der Pleuel einen gleichmäßig dicken Schmierölfilm, das heißt rein flüssige Reibung, zu erzielen und damit die Drehzahlfrage zu einer Sache zweiter Ordnung zu machen. Theoretisch war so für Maybach geklärt, wie ein rasch laufender Dieselmotor beschaffen sein müsste, mit dem die gestellte Aufgabe mit einiger Aussicht auf Erfolg zu lösen war. Etwas anderes war es, hiervon auch die Abnehmer, also in erster Linie wieder die Eisenbahngesellschaften, zu überzeugen. Und hier war es wiederum die Deutsche Bundesbahn, die Maybach als erste Gelegenheit gab, die Richtigkeit der theoretischen Erkenntnisse auch in der Praxis unter Beweis zu stellen. Sie ließ zunächst etwa 60 der früheren rollengelagerten 400 und 600 PS Triebwagenmotoren auf das moderne Scheibenkurbelwellentriebwerk umbauen und erprobte sie im fahrplanmäßigen Dienst. Die Betriebsergebnisse waren auch für Fachleute verblüffend. Die umgebauten Motoren liefen 3.000, 5.000, 7.000 Stunden ohne jede Beanstandung. Und als schließlich ein Motor nach einer Gesamtlaufzeit von nahezu 600.000 Kilometern, entsprechend etwa 8.500 Betriebsstunden, in Anwesenheit von anerkannten Fachleuten geöffnet und zerlegt wurde, ließ der festgestellte geringe Verschleiß und das gute Aussehen der Einzelteile ohne weiteres die Feststellung zu, dass diese Motoren nicht vor Erreichen einer Million Fahrkilometer zur Hauptüberholung kommen würden. Das ist die 2/300 neue, für Rangierlokomotiven bestimmte 650 PS 12-Zylinder-Motoren der GTO-Tunnelbauweise, brachte die Deutsche Bundesbahn ihr besonderes Vertrauen zu dieser Konstruktion zum Ausdruck. Und dieser Großauftrag gab erstmals wieder die Basis für eine geregelte Fabrikation, schuf die Voraussetzungen für eine allmähliche Wiedergesundung und rechtfertigte damit den unbeirrbaren Glauben der Männer, in deren Hände das Geschick des Werkes gelegt war. So konnte denn am 6. Juli 1954 auch der 75. Geburtstag des Seniorchefs des Hauses Maybach, Dr. Karl Maybach, unter günstigen Aspekten im Rahmen einer kleinen Feier begangen werden. Sie hatte ihren Höhepunkt in der Überreichung des durch den Bundespräsidenten verliehenen großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Mit dem großen Auftrag der Deutschen Bundesbahn war aber noch keineswegs alles gewonnen. Wohl gab es in der Welt kaum einen anderen 650 PS Eisenbahnmotor, der auch nur annähernd solche Laufleistungen zu vollbringen vermochte. Aber für große Streckenlokomotiven, um die es ja im Grunde ging, reichte eine Leistung von 650 PS nicht aus. Hier mussten mindestens 1000, besser noch 1200 PS aus einem aufgeladenen 12-Zylinder-Motor herausgeholt werden, und die Laufleistungen durften keinesfalls zurückgehen. Diese Forderung traf Maybach nicht unvorbereitet. Man hatte diese Entwicklung vorausgesehen, war sich klar darüber gewesen, dass nicht nur von hohen Laufleistungen her die Führung im Bau rasch laufender Dieselmotoren wiedergewonnen werden konnte, sondern vielleicht mehr noch vom Leistungs-, das heißt vom PS-Angebot her. So war denn parallel zum modernisierten 600 PS-Tunnelmotor in aller Stille ein zwar im Triebwerk, auch auf der Scheibenkurbelwelle, das heißt auf der Tunnelbauweise basierender, in seinen übrigen Teilen aber völlig neuer Motor entwickelt worden. Er hatte bei einer Bohrung von 185 mm und einem Hub von 200 mm eine Leistung von 100 PS pro Zylinder. Damit standen in einer 12-Zylinder-V-Maschine von fast gleichen Abmessungen wie bisher 1200 PS zur Verfügung.
Das Neue an diesem Motor, der inzwischen als Maybach MD-Bautyp weithin bekannt geworden ist, sind zunächst seine Kolben. Der MD-Motor besitzt zweiteilige, druckölgekühlte Kolben mit einem abnehmbaren Stahlboden. Dieser Stahlboden ist hohl gedreht. In ihm kreist ein von der Motordrehzahl abhängiger Kühlölstrom, der die Kolbenringpartie auch bei sehr hohen Belastungen des Motors immer unter der Klebegrenze der Ringe hält. Kolbenfresser sind bei diesem Motortyp also so gut wie unmöglich. Dann hat der Motor Einzelzylinderköpfe mit einer zentralen Brennkammer. Konzentrisch um diese Brennkammer sind je drei Aus- und Einlassventile angeordnet, was kleine, gut zu kühlende Ventile ergibt. Die Ventile werden von zwei obenliegenden Nockenwellen gesteuert und durch kleine hydraulische Einrichtungen automatisch nachgestellt. Die Einspritzung erfolgt nicht mittels der sonst üblichen Brennstoffpumpen, sondern jeder Zylinder hat sein eigenes Einspritzgerät, System L'Orange, zu dessen Entwicklung Maybach sehr viel beigetragen hat. Mit diesem Gerät, das Pumpe und Düse in einem Stück vereinigt, Einspritzzeitpunkte erzielt und der Brennstoff kommt auf dem kürzesten Weg in die Zylinder. Das also sind, neben dem Scheibenkurbelwellentriebwerk, die wesentlichsten konstruktiven Merkmale des neuen Motors, mit dem eigentlich erst der wirkliche Wettbewerb gegen die großen, mit langsam laufenden Motoren ausgerüsteten Lokomotiven aufgenommen werden konnte. Dass dieser Wettbewerb bis heute andauert, dass kaum ein größeres Projekt von einer Eisenbahngesellschaft bearbeitet wird, bei dem nicht auch die Verwendung rasch laufender Maybach-Motoren in Erwägung gezogen wird, mag als Beweis angesehen werden, dass das gesteckte Ziel der schweren dieselelektrischen Lokomotive, ernsthafte Konkurrenz zu machen, erreicht worden ist. Unterstützt wird diese Feststellung noch durch die Tatsache, dass namhafte Firmen in Italien, den USA, Spanien und England Baulizenzen auf den Maybach MD-Bautyp erworben haben. Den gewichtigsten Beweis aber bilden schließlich die getätigten Lieferungen. Seit Wiederaufnahme der Dieselzugförderung in Deutschland nach dem Kriege hat die Deutsche Bundesbahn bis Ende 1958 ihren Bedarf an Lokomotivmotoren größerer Leistung zu mehr als 80% bei Maybach gedeckt. In Skandinavien, Irland, Italien, Jugoslawien, im Mittleren Orient, in den USA, in Südafrika und Ceylon laufen Diesellokomotiven und Triebwagen mit Maybach-Motoren. Und selbst das hochindustrialisierte England, das klassische Land des Dampfes, lässt in seine neuesten 2000 PS Diesellokomotiven Maybach-Maschinenanlagen einbauen. Die Kraftübertragung bei diesen Fahrzeugen erfolgt zum großen Teil über Maybach-Mercudro-Getriebe und über Maybach-Achstriebe, deren Fabrikation sich in den letzten Jahren ebenfalls stark ausweitete. So hat sich zum Beispiel neben der Deutschen Bundesbahn auch die französische Staatsbahn weitgehend auf dieses Getriebe eingestellt, das im Wesentlichen aus einem hydraulischen Drehmomentwandler mit ausrückbarem Turbinenteil und nachgeordnetem mechanischen, in seiner Funktion auf der Maybach-Abweisklaue beruhenden, viergängigen Wechselgetriebe besteht. Der besondere Vorzug der Mercudro-Getriebe ist, dass sie ihren höchsten Wirkungsgrad schon bei sehr geringer Fahrgeschwindigkeit erreichen und ihn dann bis zur Endgeschwindigkeit nahezu konstant halten. Damit sind sie sowohl geeignet für Fahrzeuge, die hohe Zuglasten bei niedrigen Geschwindigkeiten zu befördern haben, also für Güterzüge, als auch für schnelle Reisezüge mit hohen Endgeschwindigkeiten. Damit hatte sich Maybach seine führende Stellung auf dem Dieselzuggebiet zurückerobert. Gleichzeitig erfüllte sich auch die zweite Erwartung, die man in den neuen Motor gesetzt hatte, nämlich ihm noch weitere Anwendungsgebiete zu erschließen. Nicht zuletzt deshalb, weil parallel zum bisher besprochenen 12-Zylinder-Motor auch noch ein 4- und 6-Zylinder-Reihen und ein 8- und 16-Zylinder-V-Motor entwickelt worden war. Der neue Bautyp, also praktisch ein ganzes Motorenprogramm mit einem Leistungsbereich von 400 bis 3000 PS darstellt. Und das Entscheidende, sämtliche Maschinen haben gleiche Bohrung und gleichen Hub. Oder mit anderen Worten, ein Baukastenmotor mit weitgehend einheitlichen Verschleißteilen. Es war in den Jahren 1951-52, als Maybach die ersten Besuche bei Reedereien und Werften in Hamburg, Bremen und Kiel durchführte
um die grundsätzliche Einstellung der Schiffbaukreise zum schnell laufenden Dieselmotor als Hauptantriebsmaschine für Handelsschiffe zu erfahren. Sie war fast durchweg negativ. Und die Skala des Misstrauens schwankte von vornehmer Zurückhaltung bis zur offenen Ablehnung. Kaum einer der Herren vermochte sich aus der Gebundenheit einer jahrzehntelangen Tradition, die bei Motorschiffen nur den schweren Langsamläufer kannte, zu lösen. 500 Umdrehungen pro Minute vielleicht noch, aber 1500? Unmöglich. Das waren ja nahezu Flugmotoren. Sollte an dieser allgemein menschlichen Schwäche zum Ungewohnten auf alle Fälle erst einmal Nein zu sagen, die Einführung der rasch laufenden Maybach-Motoren im Schiffbau scheitern? Es kam anders. Einige wenige hatten die Vorteile, die der Schnellläufer in Bezug auf Gewicht, Raumbedarf, Einbau und Wartung bietet, erkannt. Hielten eine Überwindung des Misstrauens für möglich, wenn es gelänge, in der Praxis den Beweis anzutreten, dass ein solcher 1500-Thurium-Motor, genau wie ein Langsamläufer, Hunderte, ja Tausende von Stunden ohne Unterbrechung mit Volllast durchlaufen konnte. Aber wie war dieser Beweis zu erbringen? Es war ein Glücksumstand besonderer Art, dass in der Abteilung Wasserbau des Verkehrsministeriums ein Mann saß, der, aufgeschlossen für alles Neue, sofern es seiner kritischen Prüfung standhielt, dem Maybach-Dieselmotor eine Chance für einen mehrtausendstündigen Dauervolllastlauf zusprach und auch dessen Durchführung ermöglichte. Das staatliche Pumpwerk in Minden hat die Aufgabe, Wasser aus der Weser in den über sie führenden Mittellandkanal zu pumpen, um diesen für die Schifffahrt immer passierbar zu halten. 3500 Stunden, also nahezu 5 Monate, Tag und Nacht, drehte sich in diesem Pumpwerk ein 500 PS Maybach-Motor im Volllastbetrieb. Außer zum Ölwechsel stand der Motor nur einmal still. In den Kühlwasserkreislauf der Maschine war ein Aal geraten, war durch das heiße Wasser aufgequollen und hatte schließlich die Leitung verstopft. Dieser Dauerlauf war der Beweis. Und als der Motor nach Beendigung des Laufes im Beisein anerkannter Kapazitäten zerlegt und die Verschleißteile nahezu neuwertig befunden wurden, war das erste Eis gebrochen. Als gar derselbe Motor dann, wieder zusammengebaut und lediglich mit Spezialventilen für schlechten Brennstoff versehen, anschließend nochmals 2500 Stunden lief, ohne dass sich die Notwendigkeit einer Überholung abzeichnete, gab es bereits Freunde des Schnellläufers. Ab 1954 ließ das Bundesverkehrsministerium erstmals in einige seiner Spezialküstenschiffe Maybach-MD-Motoren einbauen. Andere Gesellschaften und private Reedereien folgten und heute hat man sich daran gewöhnt, dass, wenn auch zunächst noch vereinzelt, große seegehende Handels- und Passagierschiffe mit Schraubenleistungen bis zu 12.000 PS mit schnell laufenden Maybach-Motoren der MD-Bauart ausgerüstet werden. Selbstverständlich waren die Motoren von allem Anfang an auch in schnelle Boote des Seegrenzschutzes und in den letzten Jahren vermehrt in Fahrzeuge deutscher und ausländischer Polizei- und Zollbehörden usw. eingebaut worden, für die der kleinbauende, rasch laufende Dieselmotor nach wie vor prädestiniert ist. Auch die wiedererstandene deutsche Bundesmarine hat sich in ihrem Bauprogramm sehr wesentlich auf den Maybach-Dieselmotor abgestützt. So erhalten sowohl ein Teil der deutschen Schnellboote, der schnellen Minensuchboote, der großen Begleitschiffe, als auch sämtliche Küsten-Minensuchboote und einige Eisbrecher ihren Antrieb durch Maybach-Dieselmotoren. Ebenso haben Maybach-Motoren in Erdölbohr- und Stromerzeugungsanlagen verbreitet Eingang gefunden. Und damit schließt die Werkschronik ab. Sie konnte nur über Geschehnisse berichten, konnte Zahlen nennen, konnte die Materie als solche behandeln. Aber letzten Endes ist es ja doch der Mensch, der am Ausgangspunkt jeder Entwicklung steht. Im Geist sich die Materie unterordnet und unter dessen Händen alle technischen Gebilde erst ihre letzte Form erhalten.
Tag für Tag verlassen Maybach-Maschinenanlagen das Werk, um im In- und Ausland auf den verschiedensten Gebieten der Antriebstechnik ihre Aufgabe zu erfüllen. So zum Beispiel in der Dieselzugförderung. Die erste von der Deutschen Bundesbahn nach Kriegsende in Angriff genommene Entwicklung war der mit einer Maschinenanlage von 1000 PS ausgerüstete dreiteilige dieselhydraulische Schnelltriebwagen der Bauart VT08. Diese Fahrzeuge sind im schnellen Reisezugfernverkehr eingesetzt. Die gleichen Motoren und Kraftübertragungen, wie sie in diesen Triebwagen verwendet werden, auch für den Antrieb von Streckenlokomotiven vorzusehen, war ein für die ganze weitere Entwicklung der Dieselzugförderung in Deutschland entscheidender Beschluss der Deutschen Bundesbahn. Die erste dieselhydraulische Lokomotive, die mit solchen Motoren und Kraftübertragungen ausgerüstet wurde, war der Typ V80. Bei dieser Lokomotive erfolgt der Antrieb der vier Achsen der beiden Drehgestelle von einem in der Mitte der Lokomotive angeordneten Getriebe aus über je ein Verteilergetriebe mit zwei Untersetzungen für Strecken- und Rangierdienst. Die mit dieser Lok gesammelten Erfahrungen bildeten den Ausgangspunkt für die anschließende Entwicklung leistungsstarker dieselhydraulischer Streckenlokomotiven, wie sie heute in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern anzutreffen sind. Ausgehend vom V80-Typ der Deutschen Bundesbahn entstand die zunächst mit 2000, später mit 2400 PS eingesetzte Lokomotive V200. Das Bemerkenswerteste an dieser Bauart ist, dass eine Lokomotive dieser großen Leistung mit einem Gewicht von nur 80 Tonnen verwirklicht werden konnte. Dies entspricht bei vierachsiger Ausführung einem Achsdruck von 20 Tonnen, wie er auf den Hauptstrecken der Deutschen Bundesbahn und vieler anderer Eisenbahnen zugelassen ist. Die V200 ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km pro Stunde gebaut. Da ihre Dauerzugkraft bei Verwendung von Mercudro-Getrieben jedoch schon bei einer Geschwindigkeit von nur 18 km liegt, kann sie gleichermaßen gut für die Beförderung schneller Reisezüge wie auch als Vorspann für Güterzüge verwendet werden. Als derartige Mehrzwecklokomotive ist die V200 auf den Hauptstrecken der Deutschen Bundesbahn eingesetzt. So zum Beispiel wird der gesamte Zugverkehr auf den steigungsreichen Strecken des Schwarzwaldes ausschließlich von diesem Lokomotivtyp bewältigt. Seit 1954 wird die 650 PS Einheitsrangierlokomotive der Deutschen Bundesbahn, Bauart V60, von der gesamten deutschen Lokomotivindustrie in großen Stückzahlen gefertigt. Im Frühjahr 1959 befanden sich insgesamt 734 V60-Lokomotiven in Betrieb und im Bau. Abgesehen von einigen Versuchsausführungen sind alle diese Loks mit 12-Zylinder-Maybach-Motoren ausgerüstet. Die geringen Abmessungen des eingebauten, schnell laufenden Maybach-Motors ermöglichen sehr gute Sichtverhältnisse vom Führerstand aus nach allen Richtungen. Im Verein mit einer wirksamen Schallisolierung der Motorhaube nach außen hin ergeben sich dadurch beim Rangieren sehr günstige Arbeitsbedingungen. Zufolge ihrer guten Bewährung ist die V60 vom Forschungsamt des Internationalen Eisenbahnverbandes zur europäischen Standard-Rangierlokomotive erklärt worden. Eine sehr interessante neue Lokomotive der Deutschen Bundesbahn ist die Bauart V100, von der insgesamt 1000 Stück geplant sind. Diese BB-Lok ist mit einem 1200 PS Motor ausgerüstet, der über ein hydraulisches Getriebe und Gelenkwellen die Achsen beider Drehgestelle antreibt. Mit geringfügigen Abänderungen lässt sich in sie auch der ladeluftgekühlte 1500 PS Maybach-Motor einbauen. Einsatzmäßig ist die V100 für den Güter- und Reisezugdienst auf Nebenstrecken bestimmt. Gelegentlich soll sie aber auch auf Hauptstrecken verkehren. Ihre Höchstgeschwindigkeit beträgt 90 km pro Stunde. Bei einem Achsdruck von nur 16 Tonnen, entsprechend einem Gesamtgewicht von 64 Tonnen, weist die V100-Lokomotive, insbesondere bei Verwendung des stärkeren Motortyps, ein beachtlich günstiges Leistungsgewicht auf und ist auch auf Strecken mit verhältnismäßig leichtem Oberbau verwendbar. Das letzte Glied einer jahrzehntelangen erfolgreichen Entwicklung von schnellen Triebzügen durch die frühere Reichsbahn und heutige Deutsche Bundesbahn verkörpern die neuesten deutschen Trans-Europ-Express-Züge, kurz TEE-Züge genannt. Auch eine Reihe dieser schnellsten und komfortabelsten Reisezüge erhalten ihren Antrieb durch Maybach-Maschinenanlagen. Die ersten Auslandslieferungen von Maschinenanlagen für die Dieselzugförderung nach dem Kriege erfolgten nach Skandinavien.
In Norwegen erhielt eine Reihe von 2x650 PS Schnelltriebwagen modernisierte Tunnelmotoren, Mekydro-Getriebe und Maybach-Achstriebe. Die Züge sind vorwiegend auf der steigungsreichen Strecke Oslo-Bergen eingesetzt. In Finnland verkehren 1200 PS Lokomotiven mit Maybach-Motoren und Mekydro-Kraftübertragungen auf der Strecke Helsinki-Tampere. Ebenfalls zu den frühzeitigen Abnehmern von Maybach-Motoren und Kraftübertragungen zählt die irische Staatsbahn, die mit ihren in den eigenen Werkstätten erstellten 400 PS Lokomotiven außerordentlich günstige Betriebsergebnisse erzielte. Nach der deutschen Bundesbahn war es die italienische Staatsbahn, die große dieselhydraulische Streckenlokomotiven mit Maybach-Maschinenanlagen bei der Firma Ansaldo in Genua, der Lizenznehmerin von Maybach, erstellen ließ. Eine erste 2200 PS Versuchslokomotive mit zwei 12-Zylindermotoren wurde auf der Strecke Mailand-Turin erprobt. Es folgten dann 1600 PS Lokomotiven mit zwei 8-Zylindermotoren, Mekydro-getrieben und Maybach-Achstrieben, die ab 1958 von Ansaldo serienmäßig hergestellt werden. Diese vierachsigen BB-Loks haben einen Achsdruck von etwa 17 Tonnen. Sie werden auf den süditalienischen Strecken im Raum von Bari eingesetzt. In welchem Maße sich die hydraulische Kraftübertragung bei den verschiedensten Eisenbahnfahrzeugen einzuführen vermochte, geht auch aus der Tatsache hervor, dass zum Beispiel die französische Staatsbahn zu den Großabnehmern von Mekydro-Getrieben zählt. Sie werden in Frankreich in verschiedenen serienmäßig gebauten Triebwagentypen verwendet. In Spanien liefen schon zu Beginn der 30er Jahre Hauptstreckentriebwagen mit Maybach-Maschinenanlagen. Vor einigen Jahren erhielten auch die bekannten Talgo-Gliederzüge, die auf der Strecke Madrid-Irun verkehren, Maybach-Motoren. Versuche mit solchen und ähnlichen Gliederzügen wurden auch in den USA angestellt. Die Lokomotiven dieser Züge wurden teilweise mit Maybach-Motoren und Mekydro-Getrieben ausgerüstet. Etwa zur gleichen Zeit, als sich die große dieselhydraulische Streckenlokomotive in Italien einzuführen begann, setzte auch in England eine ähnliche Entwicklung ein. Im Zuge des bekannten Modernisierungsprogramms der britischen Eisenbahnen werden in England große, etwa 2000 PS starke Lokomotiven laufend gefertigt. Auch sie sind zu einem sehr erheblichen Teil mit Maybach-Maschinenanlagen ausgerüstet, wobei neuerdings die Motoren und Getriebe von Maybachs britischen Lizenznehmern, den Firmen Bristol Siddeley Engines Limited, Coventry und E. Stone & Company, Deptford, London, gebaut werden. Die Lokomotiven sind vornehmlich im Westen Englands eingesetzt und sind unter anderem auch für die Bespannung des Bristolian, des schnellsten Zuges der britischen Eisenbahnen, gewählt worden, der die 188 Kilometer lange Strecke London-Bristol in 100 Minuten durchfährt. Die Fertigung weiterer dieselhydraulischer Lokomotivtypen dieser Baurichtung ist in Vorbereitung. Auf der Weltausstellung in Brüssel 1958 wurden von mehreren europäischen Staatsbahnen Diesellokomotiven und Triebwagen der bisher geschilderten Baurichtung ausgestellt, da sie den neuesten technischen Stand auf diesem Gebiet verkörpern. Auch in überseeischen Ländern findet die moderne dieselhydraulische Lokomotive immer breitere Anwendung. Ein Beispiel für eine moderne Rangierlokomotive bieten die von der Firma Clyde Sydney für die australische Commonwealth-Bahn erstellten Lokomotiven. Sie sind mit einem 650 PS Maybach-Motor und Mekydro-Getriebe ausgerüstet. Der Antrieb der Achsen erfolgt über Gelenkwellen. Weitere mit Maybach-Maschinenanlagen ausgerüstete Diesellokomotiven neuzeitlicher Baurichtung laufen unter anderem in Südamerika, auf Ceylon, in Afrika und im Vorderen Orient. Und in den letzten Jahren begann sich auch in Indien eine Entwicklung zur modernen dieselhydraulischen Lokomotive abzuzeichnen. Die Erfahrungen, die aus diesen verschiedenartigsten Anwendungen resultierten, führten zur Verwirklichung einer neuen sechsachsigen Lokomotive von 3000 PS Leistung, die bei einem Achsdruck von etwa 17 Tonnen als letztes Glied in der Reihe großer hydraulischer Streckenlokomotiven angesehen werden kann. Sie hat ihre hervorragende Betriebstüchtigkeit in härtesten Erprobungen auf den Steilstrecken des Semmering und den schwersten Güterzugeinsatz bei der Deutschen Bundesbahn bewiesen, wobei Zuglasten bis zu 2500 Tonnen befördert wurden. Erdöl, Ausgangsprodukt sämtlicher Motorentreibmittel, auch des Dieselkraftstoffes.
Namhafte Ölgesellschaften verwenden für den Antrieb von Spülpumpen und Hebewerken derartige Bohranlagen, Maybach-Motoren und Mercudor-Getriebe. Eine moderne Erdölbohranlage ist in der Lage, sich ihr Fördergut aus Tiefen bis zu 5000 Meter und mehr heraufzuholen. Riesige Dampf- und Wasserkraftwerke erzeugen täglich elektrischen Strom. Zur Deckung von Kraftspitzen und als Notstromanlage werden Generatoraggregate aufgestellt. Maybach liefert auch derartige Aggregate in Leistungen bis zu 2000 PS je Einheit. Maybach im Schiffbau. 1952 erhielt der deutsche Seegrenzschutz erstmals nach dem Krieg wieder einige schnelle Boote. Zwei von ihnen erhielten Maybach-Motoren. In jedes der etwa 30 Meter großen Boote sind zwei Zwölfzylinderanlagen von je 1500 PS eingebaut, die den Fahrzeugen eine Geschwindigkeit von über 30 Knoten verleihen. Dem Reiseverkehr zwischen Deutschland und Dänemark dient das 136 Meter lange und 6000 Tonnen große Fährschiff Theodor Heuss der Deutschen Bundesbahn. Es handelt sich um ein Spezialschiff für die Beförderung von Eisenbahnzügen und Kraftwagen. Doch bietet das Schiff auch 1500 Passagieren angenehmen Aufenthalt. Das Schiff hat, wie die Seebäderschiffe der Hardak, dieselelektrischen Antrieb. Insgesamt 12 zu je 4 Stück in schalldichte Boxen eingebaute und von außen zu überwachende Maybach 12-Zylindermotoren mit einer Gesamtleistung von nahezu 15.000 PS treiben Generatoren an, die ihrerseits wieder den Strom für die großen Fahrmotoren und das Bordnetz liefern. Auch die Maschinenanlagen dieses Schiffes haben einen zentralen Leitstand. Wir sind am Ende des Films. Sie haben teilgenommen an der Geschichte eines Werkes, das in der Entwicklung und dem Bau rasch laufender Motoren durch 5 Jahrzehnte Hervorragendes geleistet hat. Nehmen Sie die Versicherung entgegen, dass es auch in Zukunft Maybachs höchstes Ziel sein wird, in seinen Neuschöpfungen dem technischen Fortschritt zu dienen, getreu seiner 50-jährigen Tradition.